Kohle mit Bratensoße? Lieber nicht. Nur ungern. Denk, Roso ist einfach unaus... Mit XXL-Teigtaschen? Ich stelle lieber keine Spekulationen über die Zusammensetzung an. Da kann man nur verlieren. Nee, das klappt nicht. Buttermilch? Ich stelle lieber keine Spekulationen... Da kann man nur... Mama Boso hätte die... Nee. Was machen wir denn mit den Teigtaschen? Wieso brauchen wir die eigentlich? Ich check's gerade gar nicht. Wieso wir jetzt eigentlich diese Teigtaschen gekauft haben? Es hat doch gar keiner Hunger, oder? Vielleicht... Die haben... Kinder haben doch Hunger, oder? Mal gucken. Kiddies! Ich hab die geile Idee. Ihr könntet diese Teigtaschen hier als Schlafsäcke verwenden. Teigtaschen? Was? XXL-Teigtaschen. Die sind riesig und richtig kuschelig warm. Aber Herr Rufo, wir können hier ja kaum stehen. Wie, auch noch Ansprüche stellen oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch... Was? Teigtaschen als Schlafsäcke? What the fuck? Okay, machen wir es einfach mal. Makaber. Auf jeden Fall die Fleischeinlage. Jetzt verstehe ich's. Die Fleischeinlage. Ach so, ja klar, weil er der... Ach Gott. Weil er dieses Monster die Kinder essen will, oder? Das ist ja krass, echt. Das ist ja krass. Ich hab die geile Idee. Ihr könntet diese Teigtaschen... XXL-Teigtaschen. Die sind riesig. Aber Herr Rufo, wir können hier ja... Wie? Auch noch... Kein Wunder, dass eure... Wie kann ich die jetzt dahinter stellen? Das geht ja gar nicht. Hier gibt's nichts zum Anklicken. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Bisschen Angst. Oh, ey. Neckerkatze24.de. Wir können hier nichts mehr draufstellen, weil wir schon was draufgestellt haben. Das ist doof. Antennengabel mit oberer Steckdose. Aua! Aber warum ist die sich nur der Strom? Wenn ich doch, dann würde sie bestimmt. Teigtaschen mit Rusty. Ich hab. Ihr könntet diese Halbtaschen. XX, die sind riesig. Aber Herr Ruh, wir können ja einfach nach hinten, Leute. Den Fernseher kann man anlassen, ja? Ich muss bloß den Hebel wieder nach oben stellen. Ups. So. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Fleisch im Teigmantel. Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Ist das geil, echt. Weil im Fernseher so eine Kochshow kommt, Fleisch im Teigmantel. Und wir geben dem Monster Fleisch im Teigmantel. Oh Gott. Kann man die Sicherung mit dem Braten ölen? Das wäre mal geil. Damit kriege ich die Sicherung auch nicht gelockert. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Ach, damit komme ich nicht in die Buchse. Ich bräuchte etwas dünne, vorzugsweise so ein Stecker. Leider geht das nicht. Vielleicht könnte ich noch mal einen Schnabel, aber ich... Ich hasse es, ich hasse... Okay. Babyfon mit... Was die? Nee, es bringt nichts. Der Fernseher. Hierfür und den festen Fernbedienung... Was? Hier und den festen Willen, mich nicht vom gefährlichen Sumpfgas der Trash-Kultur einlullen zu lassen. Fernbedienung, Lazy Boy und Chips wären allerdings auch nicht übel. Fernbedienung, Lazy Boy und Chips? Antenne.
Und jetzt nochmal Fernseher. Der Empfang hier unten ist ja wirklich... Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die weit... Nee, war schon richtig. Was? Meine, genau das... Wo sollen wir hier denn? Das ist viel zu... Okay. Wir müssen irgendwie, anscheinend hier immer noch einen Steckplatz, also diesen Stromumkehrer im Steckplatz reinstecken, weil hier diese, check es gerade, der Heizstrahler macht die Kinder auch schön warm und krustig oder so, keine Ahnung. Der Heizstrahler, der muss ja auch an sein. Wir können Heizstrahler auch nicht umstecken, dummerweise. Da gehört eine Sicht oder wahlweise einer dieser praktischen Strom. Wie bekommen wir die Sicherung raus? Also hier sind wir echt schon ziemlich weit. Beim anderen Rufus weiß ich nicht. Macht es einen Unterschied, wo du die Antenne reinpackst? Also ich kann die Antenne hier unten in den Steckplatz nicht reinstecken, weil... Ja. Da gehört eine Sicherung rein. Oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. So, dann hier... Ist auch nicht bei der Sicherung. Also wenn ich sie damit nicht rausbekomme, möchte ich Humpelfried heißen. Hey, Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Entschuldigung, Onkel Humpelfried. Onkel Humpelfried. Es könnte sein, dass wir die Kinder anleiten müssen. Moment. Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Ja. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Sehr, also, hopp, hopp. Sehr cool. Jetzt klappt's. Yeah. Und nun? Gut festhalten, warten, gleich geht's los. Oh Mann, ich glaub das jetzt gerade nicht. Ich kann gar nicht hinschauen. Scheiße. Na gut, eins glaube ich noch zu wissen. Dein Organon Rufus ist glaube ich noch nicht fertig. Echt? Okay, das wusste ich nicht. Machen wir erstmal dieses grauenhafte Vorhaben. Okay, ich lege jetzt einfach den Hebel um und dann... Ja. Aua. Hm? Sagtet ihr was? Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Okay, hier ist die Steckdose. Cool. Nicht die Steckdose, die Sicherung. Okay. Obere Steckdose und Steckplatz. Wir stecken jetzt die Sicherung hier rein. Oh, jubel die auch! Sehr schön. Geht's dir gut, Rusty? So, Rotzis, aber... Na, keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch! Auf die Zähne, okay. Kommt das Baby, das man nie gesehen hat? Ein Taucher? Okay, cool. Jetzt sehen wir anscheinend alle. Der Hansel. Okay. Goalie, Rusty, Hansel. Verdammt, warum schlafen die Biester nicht? Es war wohl doch ein Fehler, Bosos Schlafgaspatronen komplett bei den elternlosen Entenküken zu verballern. Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Die haben uns noch nicht zugedeckt. Zudecken? Wie Apfelkuchen? Nein, nicht wie Apfelkuchen. Wenn man Kinder zu Bett bringt, muss man sie zudecken. Wissen sie denn gar nicht? Weiß ich wohl. Wie eine Calzone, ne?
Okay. Grittchen. Verdammt, warum? Es war wohl doch... Okay. XXL. Wie so ein Kenny, genau, genau. Schaut aus wie so ein Kenny. So, XXL Teigtaschen mit Goalie. Obacht, jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. Lecker, lecker. Was ist das eigentlich hier? Nee. Ich dachte schon, den Kübel kann man jetzt nehmen. Nom nom nom. So, nun wird geschlafen. Ich oh. Weiß nicht. Rittchen Angst. Na, jetzt macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen. Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Ach, mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. Okay, das Monster ist wach, so wie es aussieht. Sehr toll. Na, gut gemacht. Verdammt, warum? Es war wohl doch ein Fehler. Okay, wir müssen jetzt den Fernseher anmachen. What could go wrong? Was? Na, ich sehe. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Okay, jetzt läuft die Kochshow. Sehr cool. Dadurch können wir jetzt... Oh, es ist schon 1.04 Uhr. Egal, das mache ich jetzt noch. So, jetzt sind wir alleine. Das heißt, wir können jetzt endlich in diesen Pub gehen. Hey, was soll das denn? Ja wie, was soll denn das schon sollen wollen? Ich hab dir gesagt, du kommst hier nicht rein. Ach, verdammt. Du hast gesagt, ich komme hier nicht rein, solange ich die Kinder im Schlepptau habe. Dann hast du ja doch Ohren. Nur dazwischen herrscht Durchzug. Ich verstehe das Problem nicht. Darf ich jetzt rein oder nicht? Nein. Ja, aber... Warum denn nicht? Oh. Ich... Nein. Ach du Hacke. Was hat das zu bedeuten? Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr schlafen sollt? Wir haben Hunger. Hunger? Das spricht sich Hunger, du Pflaume. Nein, wir haben Hunger. Scheiße. Ach, verdammt. Das ist ja nervig. Oh Gott, was mache ich denn? Wadensoße mit Rusty? Na, meine lieben Rotzis, ihr habt doch sicher Hunger. Nicht? Kommt drauf an. Hat das damit zu tun, ihn nicht los oder nicht? Mist. Wir gehen doch nochmal hinter zum Nachtlager. So, und dieses Mal bleibt ihr gefälligst hier, verstanden? Ja, Onkel Rufus. Ja, Onkel Rufus. Onkel. Bratensoße mit Goalie. So, Rotzis, Essen fassen. Das wird euch schön müde machen. Geil, die Bratensoße auf die Kinder. Lecker, lecker, lecker. Mann, die haben ja vielleicht reingehauen. Sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Richtig zum Anbeißen, genau. Mann, die haben... Und jetzt schlafen... Ja, die sind... Richtig zum... Ein Teller Suppe. Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz... Okay, wir haben noch einen Teller Suppe, okay. Hier brauchen wir das nicht anscheinend. Nö. Bratensoße. Nom, 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 nom. Voll cool. So, das heißt, wir können jetzt endlich rein, Alter. Endlich. Ah, cool. Das ist sie. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Das schaut aus wie Guybrush, Freeboot, Obsthändler. Okay. Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Na dran, ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. König Peach? Bist du ja der Erbe des berühmten König Peach-Imperiums. Das hieße ja,
Du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Okay, hier ist ein Spediteur. So ein Poncho würde mir auch gut stehen. Zu dumm, dass ich meinen Sombrero zu Hause gelassen habe. Damit wäre ich bestimmt der King auf Elysium. Voll. Du kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich irgendwoher? Kennst du die Comicbuchreihe Kalle, der freundliche Yeti? Na klar, ich bin ein großer Fan. Nein, sag jetzt nicht. Doch, doch, ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Okay. Krug, Krug. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. Nee, warte. Ist doch leer. Okay. Saufen. Krug, Krug. Es sieht so aus, als sei der... Lieber mal genauer. Nee, ist doch leer. Barkeeper, Plörre, Pilzplörre, Hormonplörre, Haarwuchsplörre, okay. Werbetafel. Oh, Clown, super. Bild. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ah, nein, das Bild. Das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Ah, verstehe. Weil es sie aufmuntert. Im Gegenteil. Es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber es ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin nur noch einen Schritt davon entfernt. Genau. Willst du vorher was trinken? Gerne. Ah, hier ist die Nukleinsäure, ja. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Genau. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Oh. Genau. Eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. Okay, 6 Slotti. Klug. Wer ist das? Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Mario. Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Egal, lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Das ist geil, echt. Also das ist Mario von Super Mario. Das ist Guybrush Threepwood von Monkey Island. Und den kenne ich jetzt nicht. Kennt ihn jemand? Ich weiß nicht. Den Spediteur, den Poncho. Was ist das jetzt eigentlich hier? Haarwuchsplörre? Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Okay. Happy Hormone Alkopop. Alkopop. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir... Warum nicht? Erstens, weil es die Kneipenmoral in nicht tolerablem Maße beeinträchtigt. Und zweitens gab es Beschwerden, dass sich die Wirkung des Getränks in manchen Fällen nur durch chirurgische Eingriffe wieder rückgängig machen ließ. Okay. Pilzblöde. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Schildkrötenpanzern. Plörre? Dir fehlt was. Meine Erlaubnis. Nein. Ein Krug. Okay. Barkeeper. Ein neuer Kunde. Was kann ich für dich tun?
Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Sechs Lati und sie gehört dir. Hm.